Es ist soweit. Ich finde, es ist eine sehr moderne Frauenfigur. Sie gefällt mir in ihrer Eigenständigkeit, in ihrer Kraft und in ihrem Mut. Sie überlegt sich, wie kommt sie zu einer Lösung des Problems und ist bereit, sehr viel dafür zu investieren. Sei es körperlich oder sei es mit allen Konsequenzen, was das auch beruflich bedeuten könnte. Los, steig ein! Was machst du denn hier? Steig ein! Mehringer ist für Sarah der einzige Mensch, auf den sie sich verlassen kann. Sie wollen gute Publicity, die kriegen sie. Und was kriegen sie? Sarah Kohr. Ich glaube, Anton weiß auch, dass sie so ein bisschen querdenkt. Na Gott, nochmal Sarah, du solltest die Finger von der Sache lassen. Obwohl sie auch grenzüberschreitend natürlich agiert und ich sie dann auch und dich dann auch eindampfen muss, ja. Weil du manchmal die Regeln zu sehr umgehst und brichst. Und das ist natürlich immer der Konflikt, in dem ich stecke. Sie hat's versaut. Sie hat's versaut! Dadurch, dass sie unkonventionelle Wege geht, begibt sie sich natürlich in Gefahr. Und dadurch ist sie oft auf sich alleine gestellt und muss eben sich verteidigen bzw. andere aus Gefahren zu umbringen. Und es führt dazu, dass sie auch mal ihre Fäuste einsetzen muss bzw. die Waffe ansetzen muss und in extreme Situationen gerät. Und ich spiele Igor Medvedev. Ich heiße Anton Levit und ich spiele den Juri Ivanchuk. Wir bereiten uns sehr intensiv für die Stunt-Geschichten vor. Ja, ich bin schon ziemlich fit. Physisch, das macht mir dann auch Spaß. Sarah Kohr ist auch ganz schön fit. Ja, und cool. Die kriegt auch einiges ab von mir. Gut, jeder hat viele blaue Flecken. Und bitte! Das zeugt ja davon, dass das halt auch qualitativ hochwertig dann sein wird. Das spürt man einfach nur bei den Proben, dass da wirklich an so feine Details gedacht wird und nichts dem Zufall überlassen wird. Das wird wahrscheinlich auch dann entsprechend sehr gut aussehen. Und bitte! Setzt sich mit dem ganzen Körper ein und auch mit dem ganzen Können und dann geht man halt so aus dem Film raus, was halt so übrig bleibt. Und hinterher, schmeiß die Waffe weg. Das ist sie! Gefahrenverzug, wir brauchen Verstärkung. Sofort.